manchmal übersehen wir und wertschätzen nicht das Glück, das uns zuteil. Wenn wir ehrlich sind, könnte es viel schlimmer sein. Könnte es viel schlimmer sein, wie es ist. In manchen Ländern dieser Welt haben die Menschen weniger als wir. Weniger als wir hier oder auch fast nichts. In manchen Ländern dieser Welt kämpfen gerade die Menschen ums Überleben. Kämpfen für ihre Freiheit, ein besseres Leben. Kämpfen für den Frieden. Kinder leiden Hungersnot. Nicht wegen Gott, doch vielmehr wegen manchen Menschen dieser Welt, deren Herzen nicht so voller Nächstenliebe sind, sondern erfüllt mit Gier, Selbstsucht, Hass, besessen nach Macht, bringen sie Leid, Hass, Krieg, betreiben eine kaltherzige Politik, sie wertschätzen nicht mal das eigene Volk, nennen sich aber Patriot, wir leben dagegen in einem Land, denen die eigenen Menschen, wenn wir es genau nehmen, nicht egal sind. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Doch wenn wir reines Herzens ehrlich sind, herrscht bei uns Menschlichkeit. Menschlichkeit. Wir leben in einem Land, in dem selbst man die bedenkt, die nichts hätten, wenn es nicht wäre, wie es ist. In einem Land, wo die Menschlichkeit menschlich ist. In einem Land, schwarz, rot, gold, mit Menschen, deren Herzen sind aus Gold, deren Taten Gewicht besitzen, bei sie selbst, die nicht vergessen, die nichts besitzen. Nicht vergessen haben, was Menschlichkeit heißt. In einem Land, in dem die Menschlichkeit hat ihren Wert und nicht einen Preis. In einem Land, in dem der Wert der Menschlichkeit nicht vergessen wurde. In einem Land, in dem der Wert heißt Menschenwürde.